Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Quantus. Ich betrete jetzt nach dem Update das erste Mal den Bunker. Ich bin mal gespannt. Ja, ich muss den Code eingeben, genau wie ich vermutet habe. So, ab jetzt gehen die 2 Tage los. Ich muss erstmal wieder hier die Rüstung anlegen. Um gut durch den Bunker zu kommen. Ja, hier hat sich der Inventar auch ein wenig vergrößert. Gut für uns. Können wir mehr ablegen. So, was haben wir denn jetzt angezogen? Wir brauchen noch eine Mütze und Schuhe. Eine Mütze. Und Schuhe. Ja, und dann irgendwie bräuchten wir auch, glaube ich, noch mal eine bessere Waffe. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich habe wieder keine Handwaffe, nur Schusswaffen. Ja, im Grunde genommen, aber wir können ja gleich wieder Coupons einlösen. Die grünen sind ja schon fertig und die gelben. Das ist ja cool. Aufteilen. Aufteilen. Ja, super. Na dann können wir ja erstmal hier alles ablegen. Wir kriegen ja wieder unten Zeug. So viel ablegen wie möglich. Wohl. Ah ja, eine Schusswaffe reicht. Mal gucken, ob sich was verändert hat. Gucken wir mal hier. Vielleicht hat sich der Loot in den Schränken verändert. Hier war immer was zu trinken und was zu essen, oder ein bisschen was zu essen. War auch schon besser. Der Raum war immer leer. Ist weiterhin leer. Hier konnte man nicht rein. Das ist geblieben. Hier ist der Bleeblubber, den wollen wir jetzt mal nicht mit der Waffe angreifen. So, dann schauen wir mal hier. Eine grüne Karte. Hier war auch immer die zu
steckte. So, jetzt gucken wir mal, was wir bei den grünen Coupons bekommen. Eine Brechstange. Oh, ein Motorteil. Nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Da kann man nicht meckern. Da legen wir mal die Brechstange gleich an. Wobei, die Baseballkeule macht mehr Schaden, wenn wir uns anschleichen. Den werden wir auch mal gleich angreifen. Weil hier war auch schon mal der Loot ganz gut in dem Schrank. Zwei Schläge nur. Und jetzt gucken wir mal. Gelber Coupon habe ich hier schon drin gefunden. Jawohl. Bolzen. So, gucken wir mal, was wir bei den Grünen kriegen. Ups. Rennt er erstmal zum Mülleimer. Ja, den Müll könnten sie sich wirklich sparen. Also das ist lächerlich. Jetzt aber die gelben Coupons. Noch mehr Motorteile. Hey, ein Shopperrad und Motorteile. Ist denn heute Weihnachten oder was? Das gibt's ja gar nicht. Mega Luck. Jetzt fehlen mir doch nur noch, wenn ich richtig rechne, 4 Motorteile. Mega geil. Also damit hätte ich jetzt ja nun wirklich nicht gerechnet. Dann habe ich den Shopper fast fertig. Na gut, dafür Säurebad und Waffenwerkbank sind dafür in weite Ferne gerückt. Das war übrigens ein Irrtum meinerseits mit den Stahlplatten. Ich dachte, ich könnte die fertigen mit dem Eisen. Das ist ja Blödsinn. Da werden Eisenplatten raus. Hatte ich in dem vorherigen Video mich zweimal quasi vertan, indem ich dachte, ich kann mir ja Stahlplatten herstellen. Pustekuchen. Ich stelle mir nur Eisenplatten her. Mal was trinken. Oh, trinken ist gut. Ich habe gar nichts da. Hier war auch noch was zu essen. So, da packen wir mal hier was rein. Eigentlich könnte ich schon was hochbringen. Ich habe oben auch noch weiteres Essen. Das ist eigentlich Blödsinn, was ich hier tue. Ja, oh, nur noch 8 zu trinken. Naja, ich bin ja gleich da, dann kann ich was trinken. So, haben wir ja was zu trinken, jawohl. So, dann bringen wir mal das Rad hier rein. Die wichtigsten Sachen. So, die Motorteile. Essen können wir wieder rauspacken.
Jetzt habe ich Hunger. So, was können wir hier noch wegpacken? Ist alles voll? Die Glock noch weg. Das hier, das. So, das sollte erstmal reichen. Dann schauen wir mal. Ja, ist natürlich wirklich blöd. Der erste Bereich im Untergeschoss ohne gute Handwaffe. Muss ich diesmal eventuell mit der dritten Etage anfangen. Hier noch was zu essen. Ja, Dosen. Ja, das Update ist nicht schlecht. Also vor allen Dingen, wenn man es tatsächlich schafft, den Stromgenerator zu bauen. Ich denke, ich werde jetzt die nächsten Schraubenschlüssel, die ich finde, in den Stromgenerator machen. Weil ich dachte ja, das Säurebad bzw. die Werkbank, Waffenwerkbank wäre mit dem nächsten Schraubenschlüssel fertig, aber die Stahlbarren fehlen. Oh, das ist ja schlecht. Was ist denn jetzt hier? Der reagiert überhaupt nicht. Hallo, aufhören. Aufhören zu schießen. Nein! Mann, so viel Munition verballert für nichts. Der scheint jetzt hier eine kleine Macke zu haben. Der wollte die durch die Wand erschießen. Ja, das ist mit so einer Waffe natürlich nicht gerade das Beste. Ich denke, ich werde mal nach Hause gehen und ja, mir noch eine Sägeblattkeule herstellen, weil das macht irgendwie nicht so viel Sinn.
Letztes Mal habe ich hier ganz schlechte Sachen in der Truhe gefunden. Also es hat sich gar nicht gelohnt. Oh, das ist schön leise jetzt. Jetzt gibt es wieder hier Bolzen. Das war ja auch mal eine Zeit lang weg, dass man beim Geschützturm quasi nichts erhalten hat. Oh, na das ist doch schon mal Aluminiumdraht. Das hat sich doch schon gelohnt. Fail. Anschleichen sollte gelernt sein. Aber diesmal. Ja, irgendwie buggt es ein bisschen. Oh. Hallo. Ich segel hier durch die Gegend. Das ist ja erschreckend. Ich glaube, ich muss mal das Programm oder das Tablet neu starten. Ja, ach Mensch, die mache ich hier noch und dann geht's zurück nach Hause. So kann es nicht weitergehen. Das ist einfach zu buggig. Okay, dann sage ich tschüss. Bis zum nächsten Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.